Da fliegt einer. Okay, wo kommt der Panzer? Können wir die die schon upgraden? Jo, ja, die können wir. Und das werden wir. Okay, hier ein weiteres Upgrade ist da noch nicht möglich, aber... Oh ja. Alter. Falter. Wir lassen hier mal die Autoschatz walten. Du Kacke. Und hoffen mal darauf, dass unsere Geschütze das schon hinkriegen. Erst recht nachdem wir sie jetzt abgegradet haben. Was wir. Infanteristen! Okay. Man hätte mal davor nachladen können. Infanterie! Infanterie! Ich weiß nicht, was brüllt man so in einem Spiel? Oh mein Gott! Nachladen! 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 Okay. Was ist das nächste, was dann kommt? Panzer. Ach du Scheiße. Noch so ein Ding? Noch so ein 18-Finder? Verhindere, dass der Zarpanzer eine Spielzeugkiste erreicht. Ja, leichter gesagt als getan, ne? Oder hier, was mit dem Fußvolk da? Oh yeah, baby! Oh yeah, baby! Okay. Ja, okay, wenn er da so einen komischen Bogen fährt, dann ist es ja nicht so das Problem. Ja, hier komm. Gatling! Eine Einheit wurde zerstört. Hat mich das gewundert? Friss das! Ach du Scheiße. Die bekommen den nicht ins Target. Das ist das ganze Problem bei der Sache. Nein. Komm, andersrum drehen. Scheiße, die kann man nur danach aus... Okay. Ach du Kacke.
Kacke. Hier, komm nochmal. Also, nochmal zurück. Zack. Und... jetzt aber. Volle Möhre, komm. Los. Boss besiegt. Und... na, oh, schön. Schön. Ich dachte, wir müssen jetzt die Typen auch noch wegsnacken. Aber so muss das sein. Arriba! Bam, 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 bam. Los geht's. So, Nonnenwald, 11. November 1914. Meltas, dein Offizier und Soldaten sind voller Stolz. Der Sieg gehört dir. Okay. Pom-Pom. Luftabwehr. Stufe 1. Effektiv gegen gegnerische Lufteinheiten. So. Oh, am höchsten geflogener Soldat. Hm, 167 Meter nur. Hm. Gut, aber zumindest die Frühzeit des Luftkampfes. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges tauschten gegnerische Piloten. Ah, okay. Aha. Okay. Schließlich taugten fest montierte Maschinengewehre am Luftraum. Okay. Also, jetzt kämpfen wir Fort Vaux. Schütze Fort Vaux gegen herumschwärmende Infanterie in die Luft. Leute. Eieieiei. So, okay, aber jetzt werden wir uns natürlich erst einmal die Pom-Poms holen. Und natürlich auch ein, zwei Infanteristabwehranlagen. So, okay. Unsere Spielzeugkiste ist hier, okay, gut. Und jetzt nutzen wir uns. Oh ja! Na la voila! Uhu! Was das? Also drückt never B, das ist tödlich. Oder irgendwas anderes. Komm schon. So. Ah, okay. Das ist ja mal Hammer. Man kann das Ding opfern. So Harakiri-mäßig opfern. Aber das ist nichts, was worauf wir stolz sein sollten. Ich wollte jetzt bloß mal rausfinden, wie wir hier was machen können. Okay, da. Und alle hopp! Ja, haha, flüchtet nur! So, okay, Opfergabe. Maschinengewehr, 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 Maschinengewehr. So eine Kacke. Gut. Ja. Dann drainen wir das Zeug hier trotzdem erstmal hier ab. Nichtsdestotrotz. Gut, und hier. Das Ding, das richtet man nach da aus. Auch upgraded. Drecksarbeit erledigen.
So. Ah, so muss es sein. Dann hoffen wir mal, dass jetzt hier nicht gemeinerweise Haufen Dingsbums ankommen. Auf Panzer. Ach scheiße, wenn man total spricht. Das war jetzt blöd. Okay. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir da einige Panzer haben als Gegner. Okay. Oder auch nicht. Wuhu! So, ich finde auch die Gimmicks hier nett mit diesen mit diesen Schildern da. Luftkampf! Ich bitte uns mal. Friendly Fire! Mann! Alter! So, nochmal nachgezogen. Wo ist der andere? Ah. Eine Wendeschleife. So, und ich würde gerne mal wissen, wie man hier sich das nochmal reladen kann. Also man muss hier doch irgendwie Bomben wieder aufstocken können. Was hier mit? Leider nein. So, okay. Weiter geht's. Ich finde das ein bisschen gemein, dass man die Flugzeuge immer wieder abstürzen, zum Abstürzen bringen muss, um wieder volle Munition zu kommen. Da hast du was. Hast du was? Oh ja, eine Welle kommt komplett. Ah, nur mit Flugzeugen. Oh ja. So viel zum Thema Roter Baron. Ja, so. Wow! Kleiner Schlingel, du! Okay, also das können wir nicht weiter upgraden.